So, yo, hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und ja, heute so ein Silvester-Special, keine Ahnung, wie man es nennen soll. Auf jeden Fall, ja, heute mal ein paar Hater-Comments, was sich so, keine Ahnung, das Jahr so unter meinen Videos angesammelt hat. Ich habe jetzt hier meinen Laptop, Jungs und Mädels. Und ja, genau, da schaue ich jetzt einfach mal durch. Keine Ahnung, ich scroll ganz runter von den Kommentaren und schaue auf jeden Fall, dass ich da den von den ältesten zu den neuesten gehe. Je nachdem, wie viele Hate-Comments das sind. Ja, kann man da vielleicht mal 2 Folgen draus machen oder so. Mal schauen, wie viele es werden. Das schaue ich dann nachher. Keine Ahnung, wie viele es sind. Auf jeden Fall, ja, ein paar sind es auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, fangen wir direkt an. David Schlitter sagt, du Opfer kannst nix. Ja, Digga, sorry, Alter, aber auf jeden Fall, er kommentiert halt einfach bei dem Video, wo ich in Advanced Warfare meine Klassen vorstelle. Dazu kommentiert er, ich kann nix. Läuft bei dir. So, Leute, ja, jetzt hier meine GoPro ging gerade aus, weil sie leer war. Ich habe sie das letzte Mal nicht geladen gehabt. Richtig behindert. Aber jetzt komme ich hier gleich mal zum nächsten Kommentar. Und zwar, Leute, der kommt von X-Nice the Barker. Keine Ahnung, warum er sich so nennt, aber was soll's, ne? Er schreibt, du Hurensohn hast mich in BO2 1 von Nuklear geholt. Du Hund, darauf erstmal ein Dislike für 2 Jahre. Jo, Digga. Kein Ding, dass ich dich 1 von Nuklear geholt habe. Hat mich auch schon oft jemand, aber trotzdem beleidige ich den dann nicht. Aber wenn du es nötig hast, dann mach das auf jeden Fall. Darunter hat er dann auch geschrieben, Digga, ich hatte schon über 1000. Es geht um das Prinzip, jetzt schulde ich meinem Freund 20 Euro. Er hat anscheinend um 20 Euro gewettet, obwohl er schon 1000 Nukleas hat. Leute, und dann, wir haben gewettet, ob ich nach 9 Monaten First Try Nuklear packe. Ich hatte fast 20 Euro. Oder er hätte fast 20 Euro bekommen können. Keine Ahnung, was er da noch schreibt. Und ja, darauf habe ich dann geantwortet, kein Problem, hahaha, mache ich doch gerne. Er wieder, Mann, Digga, ist da, Mann, Digga, das waren 20 Euro, wieso fuckst du ab? Dann ich, ja, muss halt auch mal sein. Ist halt echt so. Ohne Scheiß, wenn man mich abfuckt, Leute, kann auch ich jemand abfucken. Ohne Scheiß, und ja, so war's halt. Woher soll ich wissen, dass du eins von Nuklear bist, Digga? So, dann kommen wir hier zum nächsten Kommentar, Leute. Und zwar kommt der hier von Mika Berger. Unter das Video, wo ich live fast eine Abschlusskette geschafft habe. Und zwar, das war nicht meine Abschlusskette. Und mit so einer hohen Empfindlichkeit kann man auch nicht aimen. Ja, Alter, ohne Scheiß, wenn du mit so einer hohen Empfindlichkeit halt nicht aimen kannst, kann ich da nichts dafür, Alter. Ich habe drunter geschrieben, auch soll doch jeder spielen, wer will, nur weil du die Empfindlichkeit nicht spielen kannst. Ein Abonnent haut dann raus und verteidigt mich sogar, nur weil du nicht zurechtkommst mit der Empfindlichkeit. Ist halt echt so, ohne Scheiß. Danke an dich, Dominik. Wenn du das Video hier siehst, Gruß an dich. So, dann kommen wir hier zum nächsten. Das Kuriose ist da dran, das ist anscheinend ein Engländer oder so, oder ein Ami, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er auf Englisch kommentiert unter meinen Videos. Unter 4 Videos war es sogar insgesamt. Und ja, ohne Scheiß. Beim ersten Video schreibt er, you can't play game. Beim zweiten, fuck your family. Beim dritten, fucking bitch. Beim vierten, haha, I destroy you in BO2. Darauf habe ich dann geantwortet, do it. Er so, I destroyed you in BO2 two weeks ago in Stick and Stones, bitch. Anscheinend hat er mich schon 2 Wochen davor in Stock und Stein in BO2. Stock und Stein, Leute. Wirklich, das ist schon Hardcore-Spielmode. Hat er mich schon zerstört gehabt. Kann ich mir auf jeden Fall dran erinnern, Digga. Und ja, dann schreibe ich so, hahaha, not really. Und er so, yes, really, I remember, I understand. Shame you. Schäm dich. Ja, ja, Digga, ich schäme mich schon richtig hart, dass ich anscheinend von dir in Stock und Stein kassiert habe.
So, und dann kommen wir hier zum absoluten Top-Hater-Kommentar. Ohne Scheiß in der Schule. Den hat auch ein Kumpel von mir kommentiert. Aber da musste ich echt auch schon selber lachen. Und zwar kommt er von Seni Abdullahi. Auf jeden Fall schreibt er: Fick dich, Flunke. Ja, also ohne Scheiß. Seitdem, ja, keine Ahnung, fick dich, Flunke, das ist einfach so. So, keine Ahnung, schon Standard geworden jetzt hier, Albert. Nee, jetzt hat sich eigentlich wieder. Hat man das schon vergessen, aber am ersten Tag danach oder so, wo der Kommentar da rauskommen würde von dem, in der Schule direkt mal, fick dich, Flunke. Ja, war ganz witzig auf jeden Fall. Und ja, Leute, das waren jetzt mal ein paar Hate-Kommentare und neben den Hate-Kommentaren ist natürlich nur, keine Ahnung, 1% oder so von meinen ganzen Kommentaren, Leute. Gibt es natürlich auch richtig jede Menge geile Kommentare. Niklas Dehner, weiter so Diggi, 10.000 Abos, easy. XX Skirrip, XX, geiles Video Diggi. Zabratalks, geile Aktion, das Ding ist, ihr verdient euch die Abos, beziehungsweise du. Respekt an euch, dass ihr sowas durchzieht. Und korrekt von deinem Freund, dass der immer dabei ist, weiter so. Danke, super, dass du uns allen das gezeigt hast. Wieder ein gutes Video, das Video einfach unter Schulzeit gegönnt und keine Zeit, den Kommentar zu schreiben? Bester Mann, mach weiter so. Nice, bra. Cooles Video, weiter so, Mann. Ja, Leute, und an dieser Stelle einfach mal ein riesiges Dankeschön an euch. Ich hoffe, ihr rutscht heute gut ins neue Jahr. Feiert's ordentlich und dass ihr im neuen Jahr auf jeden Fall auch wieder dabei seid. Ich freue mich drauf und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, Leute. Haut's rein und ciao.